So, das ist dann der Max Reaktor. Weiter geht's. Jetzt brauchen wir mal die ganzen Sachen von der Kiste. Hab ich die nicht in eine Kiste gelegt? Doch, habe ich. Aber wo habe ich die Kiste hingestellt? Ach hier. Stimmt, Redstone brauchte ich. So. Fange ich mal an mit einem Reaktor-Controller. Wo ist denn die Mitte? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hier. Not enough Control Rods. Ich möchte sowieso erstmal, bevor ich hier ein Active Forge Energy Power Lab, ist es das? Ich hoffe. Okay, anscheinend nein, weil ich muss es da unten reinmachen. Jetzt hilft nicht. Guck ich mir gleich an. So, er meckert jetzt bestimmt wieder rum wegen keine. Warum kriege ich das jetzt schief? Genau, keine Control Rods. Seid ihr doof? Da ist, geht jetzt mal hoch und holen uns mal so einen Control Rod. Wir machen da jetzt mal rein, wenn man so. Sie gehen hoch und holen einen Control Rod. Korrekt. Korrekt. Sind auch alle verschoben, das ist dann am Ende egal. Das kommt hier erstmal Reaktor auf Fuel Rod. So. Ja. Da kommt dann ein Control Rod drauf. Zack. Reicht dem aber immer noch nicht. Dem fehlt noch mehr. Ich brauche auf jeden Fall ein Access Board. Den möchte ich dann aber hier außen haben. Einmal einen hier, einmal einen hier. Genau, jetzt brauche ich maybe at most 5 Blocks und der XML. Was? Machine is too large. It may be at most 5 blocks in the X dimension. Was ist das denn für eine Schweinerei? Ich würde sagen, der Reaktor ist zu groß, wirklich? Der Quatsch. So groß geht doch gar nicht. Na gucken, jetzt fuchst mich das gerade so ein bisschen. Gut, ich sag mal, wir probieren es einfach nochmal aus. Ich möchte mal etwas checken. So, wir nehmen nochmal ein paar Casings. Nein, mal 2, 3 Stacks machen. Reaktor Casings Basic. Machen wir mal bitte nochmal 300 Stück. Von dem Glas brauche ich bitte auch nochmal welche. Das waren dann mal 10.000 Diamanten. Es könnte nämlich sein, dass dieser Basic-Kram, den ich hier gemacht habe, das hier, dass die nur 5x5x5 gehen. Was ich für größere ein Reinforced. Die Advanced brauchst oder Reinforced. Ja, und das Problem ist, ich habe den ganzen Reaktor hier aus Basic gebaut. Jo. Dann hast du ja schon mal den Grundstein für die Advanced. Reinforced. Ja, aber bitte überleg dir mal, dass ich das wieder alles abbauen darf. Sind die Gläser, sind die auch basic, oder? Ja. Alles perfekt. Ich teste das erstmal aus. Ich weiß es ja noch nicht. Aber vor allem muss ich den ganzen Scheiß nochmal machen. Und Reaktor Casing Reinforced braucht Grafit und Stahl. Ja, das werde ich zunächst mal machen. Erstmal testen. Ne? Bevor ich immer sage, erstmal testen. Soll ich dir rüberkommen und helfen abbauen? Noch nicht. Noch nicht? Sag Bescheid. Ich will ihn erstmal so stehen lassen. Ich will ihn einfach erstmal so stehen lassen. So als Mahnmal. Aus ja. Den richtigen daneben. Ist doch nicht wahr, oder? Dickes Ohr. Oh mein Gott. Ja, aber das ist so... Warum schreibt man das nicht dazu? Ja. Das ist schon meine eigene Schuld. Ist halt safe. Also... Ich lese halt vorher nicht. Ich mache einfach immer. Ich hab halt schon dann auch selber Schuld. Aber wäre vielleicht ganz cool, wenn wir den nächsten Reaktor zusammenbauen würden. Geht das nicht? Oh Mann. Das machen wir dann am besten, wenn du wieder da bist. Ja. Oder je nachdem, wie es jetzt heute Abend läuft, aber ich glaube heute Abend weiß ich nicht. Ein typischer Kaledoss. Ja, safe. Hier ist einer. So, pass auf. Wir bauen uns einfach mal hier so ein... Ja, ich denke mal, ich bin noch... 2, 3, 4, 5. Ich bin, denke ich mal, heute... mit deinen Entangler-Pan beschäftigt. Alles klar. So. 3, 4, 5. Jetzt brauchte ich den Absidast, genau. Der darf da oben aber rein. Dann wird automatisch eingesetzt. Ja, genau. So, das ist dann der richtige Reaktor, den ich heute die ganze Zeit bauen wollte. Ich wollte mal zeigen, wie man es eigentlich nicht macht. So. Na klar, also ich weiß was doch. Jetzt, ja. Also bitte. Ehrlich, also als wenn ich so einen Fehler machen würde. Ja. So, Freunde, zack. Schaut mal hier. So. Hier mache ich jetzt einfach mal einen Controller rein. Machen wir es mal richtig. Dann brauchen wir die Control Rods. Auch alle Basic, logischerweise. So, ist ja auch logisch, ne? Ist ja auch ein Basic-Reaktor. So. Schau mal. Dann machen wir hier nochmal 1, 2, 3, 4, 5. Dann brauchen wir die 1, 2, 3, 4. Und zack, haben wir einen Reaktor stehen. Ich, ne? Also ganz ehrlich, Freunde, also, es ist halt auch ein Basic. Hey. Viel Arbeit umsonst. Gut. Ich dachte, ich hatte noch welche von diesen Speed Upgrades. Ich muss jetzt mal gucken. Jetzt mal so real und so. The Reactor Moderator move heat away from the fuel rod. Which moderates block of fluid can be placed inside the reactor to absorb part of the radiation emitted by the fuel and move heat away from the fuel rods. Only valid moderators can be placed inside the reactor. Valid moderators will prevent the reactor moderator from forming. The bucket that can be used as a moderator are marked with a special tooltip that you can see if you want to spoil yourself and have enabled the advanced feature of Minecraft F3.A plus H. Okay, warte mal. Bucket. Ich glaube, ich habe hier keine Advanced Tooltips drin. Jetzt mir nicht so aus. 3 und H. Ah, hier, Advanced Tooltip schon. Ah, this block of fuel can be used as a radiation moderator inside the bucket. Aha. Wie viel Osmium kann man auch nicht klauen? Osmium? Ja. Ja. Nimm dir einfach die 3200 raus, die gerade fertig sind. Okay. Sind aber von Lemon Core, ne? Ja, ist egal. Hauptsache Osmium. Ja, dann gönn dir. 3200 Barren habe ich fertig. Glaube ich zumindest, oder ich gucke sicherheitshalber nochmal. Moderate. Okay, das zeigt er mir nicht an. Ja, Lemon Core sagt auch. Nein. Die Frage ist, was ist denn der beste Moderator? Liquid Sodium, Ethylen, Uranium Hexafluorid, Liquid Hydrofluoric Acid, Liquid Hydrogen Chlorid. Was ist denn jetzt der Beste? Das wäre mal ganz gut zu wissen, rein theoretisch. So, das kann erstmal wieder Extreme Reactor, Best, Moderator. Der beste Moderator wäre... Der Stuff kann alles wieder weg. Dann habe ich Platz für Osmium. Reaktor Moderators, Spirit Mechanics. Nicht vom Big Reactor, ich brauche Extreme Reactor. Das ist Extreme Reactor 2? Nö, 1. Ja. Magnetit, Plutonium, Plutonium. Register, Moderator. Mit deiner Wand hier. Sonst magst du okay bei dir? Geil, ne? Ja. Wir können dann einfach mal Just for Fun mal, guck mal hier. Das hast du gut herstellen können. Sodium. Geht nicht. Sodi. Wie mache ich denn so? Ja, Sodium ist schon ein Mechanismus. Kacke. Okay. Was kann ich denn flüssig machen? Hier, Verderium. Jetzt lässt sich das Portal wieder nicht deaktivieren. Plutonium. Yellorium. Okay, Yellorium wäre auch eine Möglichkeit. Kryomisi, Tangerium, Redfrigium, Tanoel, kann man irgendwie Wasser nehmen einfach. Backet of Water oder so. Backet of Water geht auch. Lauf, wir nehmen jetzt erstmal Wassereimer, ne? Ich habe noch zu zeigen. So, pass auf. Das machen wir hier mal eben auf. Da, da, da. Und machen da Wasser rein. So, ne? Ja. Weil ich so intelligent war, habe ich es mir auch noch gleich falsch gemacht. Wir nehmen das nochmal raus. Ich wollte mal zeigen, wie es nicht geht. So. So und so. Aber hier oben ist ja klar, wir bauen hier den Block noch auf. So. Damit haben wir Wasser drin. Der Reaktor wird also schon mal gekühlt. Wasser, 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 Wasser. So, doch, wir haben nichts zu trinken. Oh, ein Krabbox. Box habe ich auch. So. Oh, und ein hier in diesem Bereich. Oh, du hast keinen Pokéball dieser Art. Dann nehmen wir Superball. So. Dann tun wir hier mal diese Dinger ran. Das ist auch falsch. Ich wollte eigentlich die hier nehmen. So, so. Dann brauche ich Item Table. So, machen wir so, einmal so. Nehmen wir 2 Chests. Sei egal welche. Einfach irgendwelche. Einfach die, die gerade da sind. So, so. Hier in den machen wir einmal Insert. Weil hier geht nämlich Yellorium rein. So. Hier, der hier ist für. Was wollen wir noch mal einstellen? Und schlafen gefallen. Bei Keeper macht sowas ja nicht mehr. Nee, wird überbewertet. Na klar. So, der hier ist für Basics und Access Inlet Mode. Hier geht Yellorium rein. So, ne? Der hier ist für den Outlet Mode. Das heißt, hier geht Yellorium raus. Aber es ist dann kein Yellorium. Es müsste rein durch Cyanid rausgehen. Das heißt, hier Extract Always Active und hier geht das ganze Kram zurück rein. Dann nehmen wir ein bisschen Yellorium aus dem Lager. Ich will schon mal die nächsten 9000 schmelzen lassen, wenn wir schon mal dabei sind. So. Nehmen wir mal ein bisschen aus dem Lager raus. Und zwar das. So. Das wird dann hier reingepumpt. Oder auch nicht. So, doch, wird's. Da, es wird reingepumpt. Guck mal, so nach und nach füllt er sich jetzt. Speed Upgrades. Was ich schon mal ganz geil finde, muss ich sagen. Dass er wirklich die ganzen Stäbe auch optisch füllt. Ich persönlich super cool. Installieren. Aber die Stäbe zu füllen hat jetzt schon 2 Stacks gekostet. Aua. Okay, also passt jetzt derzeit ein halbes Stack pro, ein bisschen mehr. Achso, weil hier auch noch füllt. Also etwa 2 Stacks für eine Füllung gerade. Wenn ich jetzt anmache. Oh, ich habe schon 8 Speed Upgrades drin, deswegen kann ich da kein weiteres reinsetzen. Schade. Guck mal, wie süß er gerade 3000 RFE produziert. Oh. Apropos 3000 RFE, ich wollte nochmal in meine Stromstation reingucken. Also verbraucht gerade pro Tick 0,12 MB. Hat aber auch eine Temperatur von 1600 Grad. Also, und ist hochradioaktiv. Gut. Aber jetzt möchte ich nochmal gucken, ob das noch so funktioniert wie damals. Pass auf. So, so, so und so. Das sind Redstone Ports. Products Insertion. Mit Signal sind die. Warte, Control Rods, wenn die so weiter sie drin sind, umso mehr Strom machen die rein theoretisch. Ja. Das heißt, mit Signal sollen die 100 drin sein. Ohne Signal. Wenn die dann mal auf 50 runtergehen. Nein, Quatsch, warte, stopp. Ohne Signal nur. Das ist das Bullshit. So, mit Signal müssen die auf. Warte mal. Core Heat, Durations, Energy Stored, Waste Amount. Wenn ich auf den Energy Store gehe, Active while above, keine Buffer. Sobald der unter 50% geht, soll da einmal ein Signal kommen. Unter 50, so. Safe. Redstone. Mal gespannt, ob das funktioniert. So. Machen wir mit 2 Blöcke. Kann ich auch so machen, ist ja egal. So. Er gibt ein Signal, wenn er unter 50% geht. Punkt. Wenn er das Signal gibt, müssen die auf jeden Fall auf 100% hochgehen. Ohne Signal dürfen sie durchgehend auf, sag mal, 20% laufen. Muss ja nicht so viel sein. Zack. Nö. So. Das ist jetzt momentan der Stand, den dieser Reaktor macht. Hattest du gerade schon mal so ein Quantum-Entangler-Pan fertig? Ne, noch nicht. Ich muss einmal kurz ein paar mehr von den Generatoren aktivieren. Was sagt die Consumption? Okay, das. Na gut, jetzt sind wir wieder am Plus. Überlege ich gerade, was für einen Teil brauche ich denn, um den Strom nach rauszusaugen? Ein Computerport. Redstone Port nicht. Port Energy Charging Port? Nee. Oder? Ne, von den Entangler, dann habe ich noch keinen fertig. Okay. Nicht schlimm. Was brauche ich denn noch für einen? Ich brauche noch Ultimate Core Control Key Circuit. Machen wir mal die Dinge fertig, bitte. Und dafür brauche ich Aloys. Wieder reinlegen. Das hier das Richtige? Only casing maybe. Ja, das ist auch falsch. Was nutze ich denn dann da? Fuel Injection? Nein. Reinforced Aloys oder nein? Noch. Wie gibt denn der heutzutage Strom ab? Warte, gucken wir mal Schlaubuch rein. Obsidian Dust. Das schlaue Buch kann mir bestimmt alles erzählen. Pass auf. The First Reaktor. Doch, da hat man da auch dieses komische Ding gemacht. Once you craft all the blocks, you are ready to build your first reactor. Place the blocks in your world using the following diagram. Putting the fuel rod in the center with the casing below. Pick up your Yellorium ingots, image for an open control interface. You need to connect some sort of energy pipe or a machine to the Active Forge Power Lab. Dankeschön. Das war, was ich wissen wollte. So, jetzt dürfte ich aber wieder welche craften können. Welches ist das jetzt hier? Das ist das Passive Forge Power Lab. Den hol ich. Ich kann die Dinge zurückcraften. Interessant. Das war nicht mein Ziel. Hallo? Danke. Active Forge Power Tab bitte einmal. Danke. Nimmt aber nicht an für den Reaktor, ne? Nein. Only casing may be used as part of the frame. Ah, man darf also keine anderen Sachen in die Frames reinmachen, okay. Das heißt, ich müsste mal gucken, dass ich den Kern einfach mal, ja, danke, dass Wasser rausläuft, weil den Kern einfach mal hier rein mache. Genau. Da sind jetzt 1,13 Millionen FE gespeichert. Dann brauchen wir mal einen Conduit, einen Energy Conduit und Reaktor. Reaktor. Zack. Und dann werde ich jetzt einfach mal hier Energie in den Conduit pumpen. Dein Reaktor war ja südwestlich von deinem Emerald Tower, ne? Mein Reaktor ist von mir aus quasi südöstlich. Du fliegst von mir aus nämlich fast nur geradeaus. Nach Westen. Mein Zuhause, dann geht's rüber zur Creeper-Farm und von der Creeper-Farm aus weiter nach Westen, ein Stück nach unten. Kalle. Lilith. Einmal bitte Receive Only. Ne, der sendet. Der Receive nicht, der sendet. So, Activate. Hier bitte durchgehend. Ist das normal, dass der... Ja, ne? Der arbeitet, oder? Jetzt arbeitet er auf jeden Fall. Von der Creeper-Farm aus rein östlich? Ja. Toll, da bin ich voll in die falsche Richtung geflogen. Dann die Richtung. Na gut, das ist immer falsch angezeigt, oder? Ach, kann sein, dass wirklich kein Strom reingeht. Schade. Kann ich schwer sehen. Ich könnte mir höchstens eine Vibrant Chamber machen. Machen wir bitte hier. Nein, nicht 1000, bitte. Nur mal 10. Geht nicht. Dann machen wir bitte weniger 10, machen wir 3. Wenn mir keine Vibrant Crystals macht. Crystal. Hier. Einer. Machen wir diese eine, scheißegal. Zack. Dann warte ich mal auf die Energetic Aloys. Shaders wollte ich nicht anmachen. Ah, der fertig, ja. Sehr gut. So. Dann mache ich das sowieso einmal ab. Oh. Eine Vibrant Chamber darunter. Die müsste sich dann direkt auffüllen. Jawohl. Die füllt sich also direkt auf. Also der Reaktor an sich funktioniert einwandfrei. Der Strom von hier. Das heißt, du kannst gleich den Strom schon mal runternehmen. Ich war gerade auf dem Weg zu dir. Mit dem Content-Clip, oder? Ja. Geil. Dann kann ich meinen Test-Reactor wegtun. Ist ja nur die kleinste Variante, ne? Das ist ja logisch, das ist noch nicht das, was ich eigentlich möchte. Aber gerade macht er auch nichts. Weil der Buffer, glaube ich... Wie weit bist du circa von der Creeper-Farm entfernt? Damit ich so grob weiß, wie weit ich noch fliegen muss. Das ist minus 62. Das ist 2000. Aber 2200 Blöcke. Soll ich mal die Koordinaten aber schicken im Chat? Ah, hier ist eine andere Map. Aber okay, trotzdem schicken hier, oder? Weil ich bin gerade von der Creeper-Farm 2300 Blöcke entfernt. Ja. X und Z. Mal fix schlafen gehen. Aber nicht sogar eigentlich fast da. Ich glaube, ich habe das doch falsch eingestellt. Der macht nämlich jetzt gerade, wo er leer ist, eigentlich nichts mehr. Das heißt, Control Insertion. 20. Nein. 20 so. Und 100 so. Safe. Ah, jetzt habe ich es richtig eingestellt. Jetzt macht er, was er soll. Cool. Jetzt macht er schon mal genau das, was er soll. Er füllt das hier auf. Und wenn, wenn alles gefüllt ist, ne, dann macht er das auf. Das machen wir jetzt noch ein bisschen anders, pass auf. Der Reaktor muss nie ganz voll sein. Aber... Genau, ist ja so, wenn er... Er muss aber hier auf... Gehe ich mal hier auf 10% und ohne Signal darf er, damit er nicht ganz kalt wird, auf 95 gehen, weil wir haben nachher sowieso genug Produktion. Und so läuft er jetzt auf 90%iger Stärke auf jeden Fall. Bis er halt voll genug ist. Und dann sieht man, er fährt sich sofort wieder runter und hat noch einen 5%igen Verbrauch, damit er halt nicht ganz abkühlt. Damit er quasi anbleibt, so, ne? Bisschen Realismus, damit er, ne? Ich kenne mich damit nicht aus, aber das ist schon ganz cool so. Hat das nur eine Radioaktivität von 99%. Ist okay, kann ich nebenstehen. Okay, aber wo bist du denn? Ja, ich bin natürlich in die falsche Richtung geflogen. Ich habe nach Osten geguckt, bin losgeflogen und bin jetzt warum auch immer im Süden gelandet. Ja gut. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Kein Problem, ich warte hier kurz. Aber das ist zumindest das in klein, was ich in groß aufbauen wollte. Gut. Ärgerlich natürlich, dass ich... Ein wildes Schluckbock. Ärgerlich natürlich, dass ich jetzt das Problem habe. Ne? Bisschen doof. Das hat jetzt natürlich eine ganze Menge Material verbraucht am Ende. Ich kann auch im Endeffekt das jetzt alles komplett wegballern, weil was soll ich mit dem kleinen Reaktor so? Halt Bullshit. Bei unserem Serververbrauch reicht der halt nicht mal im entferntesten. Der macht jetzt 3000 RF. Das ist halt nichts. Nee, FE. Ich find's witzig, wie meine Map das nicht geladen hat, dass du da einen Reaktor baust. Hat sie nicht? Wo bist du denn? Ne, ich habe gerade mal die große Map habe ich mal angemacht. Und da sehe ich halt, dass das noch eine ganze Insel ist. Ja gut, nicht ganz. Nee.